4,5 Stunden auspacken und putzen. Wir sind durch. Michael hat das meiste gemacht. Ich war zwischendrin schon bei meiner Mutter kurz und habe geguckt, ob alles in Ordnung ist und ob es ihr gut geht. Aber es ist alles okay und hat sich auch gefreut. Ja, und das war mir ganz wichtig. Und er hat in der Zeit weitergemacht. Also 4,5 Stunden nonstop ausräumen, 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 putzen, putzen. 3 Maschinen Wäsche laufen schon. Also das ist immer wirklich dann der Nachteil an so einem Urlaub. Das ist dann schon bitter. Dann ist der Urlaub schon zu Ende und dann musst du dann noch so hart ran und arbeiten und alles sauber machen. Ja, morgen früh müssen wir es ja leider abgeben. Ich möchte euch jetzt nochmal das Wohnmobil zeigen, weil wir ja jetzt alles ausgeräumt haben. Und als ich das damals, ich habe das schon mal gedreht im Urlaub, aber da war halt, war so viel Zeug drin und so war es halt. Ist es jetzt besser, wenn ich euch das nochmal zeige, wenn das leer ist. Und möchte euch den Bürstner Impuls mal vorstellen. Im Großen und Ganzen ist es echt ein schönes Auto, muss man wirklich sagen. Es wurde also sehr viel Wert auf Wohnambiente gelegt, das muss man echt sagen. Von der Beleuchtung angefangen, über die Gardinen und auch Fußboden, farblich ganz toll gemacht, Ausstattung super. Was echt nicht gut ist, und das muss ich wirklich, wirklich, wirklich deutlich sagen, ist die Verarbeitung. Ja, also es sind sehr viele Kleinigkeiten, Verschleißteile, die schon kaputt sind. Das Auto ist ja fast neu. 18.000 Kilometer hatte es drauf, wo wir jetzt gefahren sind. Und dafür dürfte das also einfach nicht sein. Das muss ich sagen. Also, aber ansonsten, so vom Wohnlichen her, alles tutti paletti. Und man weiß natürlich auch nicht, wie die Gäste mit dem Zeug umgehen. Aber das waren halt eben auch Schäden, die eigentlich nicht von Gästen verursacht werden können. Sondern die einfach wirklich schlechte Qualität von der Verarbeitung her sind. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Der Bürstner Impuls ist ja ein integrierter. Was ich ganz toll fand, ist, dass man also im Wohnbereich, im Sitzbereich vorne, im Fahrbereich halt sehr viel Platz hat. Das zeige ich euch gleich, wo man auch so Sachen ablegen kann. Und wir hatten ehrlich gesagt noch nie so viel Ordnung in einem Wohnmobil wie dieses. Obwohl ich erst gedacht habe, um Gottes Willen, der hat viel weniger Stauraum als das letzte Jahr, das Wohnmobil. Aber das war gar nicht so. Also es hat sich alles gut unterbringen lassen. Wir hatten wieder viel zu viel mit. Und hatte super viel Stauraum gehabt. Und auch an irgendwie so an Ort und Stelle. Also ich fand das Wohnmobil diesbezüglich richtig toll. Wir haben also immer richtig, richtig gut Ordnung gehabt. Wir sind natürlich auch mittlerweile ein bisschen eingefleischt und wissen, wo was hingehört. Und wir suchen überhaupt nicht mehr. Also das muss ich echt sagen. Es ist wirklich mittlerweile richtig toll. Ja, und das war also sehr, sehr positiv. So, und jetzt zeige ich euch das Wohnmobil mal von innen. Dafür muss ich die Kamera umdrehen. Einen kleinen Moment bitte. So, fangen wir mal mit dem Fahrbereich hier vorne an. Also, wir haben erstmal schon mal schöne Ledersitze und dann ist auch hier noch so eine Sitzpolsterung da gewesen. Das war wirklich also sehr, sehr angenehm. Für mich ganz besonders, weil ich konnte immer schon schön meinen Kopf ablegen. Hier oben, ich weiß nicht, ob ich das jetzt zeigen kann. Ich muss das mal rumdrehen. Ja, hier oben an dieser Kante habe ich dann so meinen Kopf abgelegt und ich konnte also auch wunderbar drin schlafen. Also es ist wirklich schön, cremefarbenes Leder mit den Stoffbezügen. Die sind auch sehr angenehm, die Stoffbezüge, auch von der Qualität her gut. Ja, und dann hat man hier neben dem Bereich vom Sitz noch richtig viel Platz. Da hatte ich immer meine Getränke, da hatte ich die Hundenäpfe, meine Handtasche,
ja, das Handy zum Aufnehmen, also alles Mögliche hatten wir da verstaut. Es ist richtig, richtig guter Stauraum, wo man was hinstellen kann. Es war toll. Hier drinnen sind die ganzen Sachen vom Wohnmobil, was man so braucht, wenn mal irgendwas ist. Und ja, Handschuhfach, die Armatur, hier war Navi drin, aber das konnten wir nicht nutzen. Das war irgendwie alt, das war, weiß ich nicht. Also das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Wir mussten ein Handy nehmen. Also ein sehr gepflegtes Auto für den Fahrer hier. Gleich zwei Halterungen für Getränke, was ich gut fand. Auch hier unten nochmal Halterungen für Getränke. Wenn ich das jetzt hier rausnehme, das ist jetzt hier, also es sollten Aschenbecher sein, aber es raucht ja natürlich keiner hier drinnen. Da konnte man also seine Flaschen oder seine Getränke oder irgendwas auch nochmal abstellen. Dann ist hier nochmal ein Fach drin und hier nochmal ein Fach drin. Da hatte ich das Handy immer drin, hatten unsere Handys drin. Also war super. Hier vorne unter dem Lenkrad nochmal Fach, da Handschuhfach. War wirklich, und hier an der Seite hatte ich meine ganzen Karten, die Norwegen-Karten und die Schweden-Karten, also Landkarten praktisch, und mein Buch, wo ich immer geschrieben habe. So, das war wunderbar. Jetzt fängt schon mal an, jetzt kommt schon der erste Teil, was nicht so gut war. Also wo die Verarbeitung schlecht ist. Nicht, was nicht gut ist, sondern wo die Verarbeitung schlecht ist. Dieser Sonnenschutz hier, ja, den man runterklappt, wenn damit man kein wenn die Sonne also Gegenlicht hat, klappt immer wieder runter, also hält überhaupt nicht. Haben wir jetzt mit Tape festgeklebt, aber es hält überhaupt nicht mehr. Wenn du das hochmachst, kommt sofort wieder runter. Ich kann das gleich mal auf dieser Seite hier zeigen. Also das ist hier dieser Sonnenschutz. Bei mir auf der Seite hat das funktioniert, ja. Und bei Michael auf der Seite überhaupt nicht. Aber man sieht auch hier schon, dass es hier auch schon ein Stückchen runterkommt. Fällt komplett bei Michaels Seite, also Fahrerseite, runter. Ging nur noch mit Tape zu kleben. Es war super, dass wir Tape mit hatten, und sowieso an jedem Wohnmobilfahrer, der einen Wohnmobilurlaub fährt, bitte immer Tape mitnehmen. Wir haben jedes Jahr Tape gebraucht. Jedes Jahr. Irgendwas war immer an der Tür oder irgendwas. Oder die Klappe vom Wassertank hat nicht mehr gehalten. Wir mussten jedes Jahr irgendwas tapen. Also das würde ich jedem raten. Ja, hier oben ist das Hubbett. Das kann man dann runter machen, mache ich jetzt aber nicht. Da ist auch noch mal richtig schön Platz. Ich weiß gar nicht, wie es richtig geht. Also man kann das runterklappen, und da ist Platz noch mal eigentlich sogar für zwei. Man muss die Sitze dann nach vorne klappen, und dann kann man dieses Bett nach unten ziehen einfach. Und wunderbar, also richtig Platz. Michael hat da drin geschlafen, als ich erkältet war, damit wir ein bisschen Abstand voneinander hatten, und einwandfrei. Also das war wunderbar. Haben wir diesmal sogar genutzt, bis jetzt noch nie. Aber ich würde mir auf jeden Fall ein Wohnmobil kaufen, wo ein Hubbett drin ist. Ein zusätzliches. So, hier sind so Schränke. Da sind jetzt die Wohnmobilsachen drin. Da hatte ich dann so Süßigkeiten und Kram drinne. Hier sind noch mal Schränke, auch tief. Die sind auch recht tief. Man kann also wirklich gut da was reintun. Das sind die Gardinen, also wirklich schön gemacht, muss man wirklich sagen, vom Ambiente her. So, jetzt kommen wir zum nächsten negativen Teil, und zwar ist das der Fernseher. A, ist keine Satellitenantenne drauf gewesen auf dem Wohnmobil, was ich sehr schade finde. Das könnten sie heutzutage in der Vermietung auch mit reinpacken. Wir haben unsere eigene, die wir dann allerdings immer aufbauen müssen und ausrichten müssen mit der Hand. Das ist sehr nervig. Aber es hat diesmal, wir haben ja nur einen Abend geguckt, da hat es super funktioniert. Aber es wäre halt schöner, wenn das die Wohnmobilhändler mittlerweile auch ein bisschen anbieten würden, den Service, und dann vielleicht 1 € mehr nehmen für die Vermietung. Der Fernseher war totale Katastrophe. Der ist viel zu hoch. Weil wenn wir hier gesessen haben, ich setze mich jetzt mal hier hin, und dann halte ich das mal da hoch. So. Und dann haben wir überhaupt kein Bild richtig gesehen, sondern es war nur schattig. Also es war dann wie so überzogen, der Kontrast, weil das keine gute Qualität vom Fernseher ist. Und ja, weil man einfach zu hoch schaut. Man konnte fast gar nichts sehen. Also es war echt schlecht. Der Fernseher gehört also ein ganzes Stück weiter runter, und dann könnte man das Bild auch sehen. Wir mussten echt zwischenzeitlich aufstehen, um mal zu gucken, was da gezeigt worden ist, weil es teilweise nur schwarz war, völlig überzogen halt. Also die Kontraste konnte man also nicht gut erkennen, und das war sehr schade. Ich finde es ja toll, dass sie einen Fernseher überhaupt drin haben, aber der ist sehr ungünstig angemacht, und natürlich werden sie den jetzt nicht mehr ändern, weil dann Löcher in der Wand sind, und das wird jetzt so bleiben, und das ist echt ein bisschen schade. Oder halt eine Halterung dran machen, wo man den ein bisschen nach unten kippen kann.
dass man nicht so dagegen guckt, sondern dass man den nach vorne kippen kann und dann könnte man das Bild auch gut sehen. Ja, also das war sehr schade. Hier aber gute Soundanlage drin, also war sehr gut gewesen. Und ja, hier nochmal, also der Zweisitzer, auch Leder und auch schön von den Farben her, weich, der Bezug da hinten, also es war echt super gewesen. Tisch kann man nochmal ausklappen, das kann ich jetzt leider nicht zeigen, weil man dann wieder die Sitze rumdrehen muss von dem von den Plätzen hier vorne, weil sonst kann man den nicht ausklappen, aber man sieht, hier unten drunter ist noch eine Klappe und die kannst du dann so nach vorne ausziehen und dann können, also kann man gut dann auch essen. Also das geht einwandfrei. Was ein bisschen blöd war, weil Michael jetzt hat sich sehr schwer rumdrehen lassen. Und das war auch nochmal so ein Manko gewesen. Ja, aber ansonsten, also war das echt okay. War wirklich schön. Hier unten, das kann ich nochmal zeigen, das fand ich auch toll. Da sind so, da kann man Flaschen reinstecken. Weinflaschen oder so, ne? Kann man, oder ja, Wasserflaschen, je nachdem, was man möchte, kann man da reinstecken. Das fand ich also auch nochmal sehr gut. Da unten drunter sind die Batterien drin im Sitz. Haben wir auch nutzen müssen. Wir mussten zweimal Batterien wechseln. Bei mir nicht. Bei mir, da ist, glaube ich, gar nichts drunter. Hier ist auch nochmal ein Fach, wo man was reintun kann. Hier oben auch nochmal ein Fach. Und ja, hier ist die Küche. Die Küche war echt ja, nicht so optimal, muss ich sagen, weil die ist ja sehr, also eigentlich gar kein Arbeitsplatz. Ihr seht ja, hier ist alles mit Glas und da ist hier der drei Flammenherd drunter, was ich totalen Schwachsinn finde, weil es kann nie genutzt werden. Man kann nicht drei Töpfe nebeneinander stellen. Es geht nicht. Der Platz ist nicht da. Ja, hier passen niemals zwei Töpfe nebeneinander hin. Es würde dicke reichen, in zwei zwei Kochplatten zu machen und das würde dicke reichen. Ja, dann hätte man sogar noch ein Stück mehr für Arbeitsfläche. Also das war irgendwie blöd. Ja, und die Spüle war auch sehr ungünstig. Erstens mal relativ klein, was mich jetzt allerdings nicht so gestört hat. Aber was absolut stört, ist dieser Hahn. Weil normal steht, ich drehe den jetzt mal hier rum, denn normal steht das, der Hahn ja so, ja so. Und wenn man den zumachen wollte, am Anfang ist mir das immer passiert, dass ich den in die Richtung zumachen wollte. Ja, und dann hat mich das hier manchmal so gehabt, weil ich jetzt schon die Platte runter machen wollte. Und sobald du hier drauf kommst, und dann läuft das alles hier runter und schön hier lang. Das ist mir x-mal am Anfang passiert, auch jetzt noch. Also das ist ganz ungünstig. Ich weiß nicht, also das ist so nah dran, hier die Armatur, das ist wirklich ungünstig. Selbst wenn man jetzt zum Beispiel, wenn das noch so ein bisschen so steht und du willst es zumachen, ja, hier, und du kommst ein bisschen dann an den Hahn dann dran und dann verschiebt der sich und schon plätschert das Wasser hier runter und läuft den ganzen, ja, im Wohnmobil entlang. Also das war sehr, und so nah ein Wasserhahn. Du hast auch keinen Platz, ja, absolut keinen Platz. Hier irgendwie, wenn das jetzt, sagen wir mal, ich würde mir das kaufen, ja. Du kannst keine Zebra-Rolle hier anbringen oder irgendwas, gar nichts. Ist überhaupt kein Platz. Ja, hier oben ist dann noch so ein Fach, das fand ich ganz gut. Da hat man dann so nochmal Ablagefläche gehabt, das hat mir gut gefallen. Aber du hast hier wirklich keinen Platz, um irgendetwas noch anzubringen, für Alufolie, Zebra-Rolle etc., gar nichts. Ein kleinen Ausziehtisch haben wir hier. Ja, da hat man nochmal so eine kleine Arbeitsfläche und das fand ich echt ungünstig. Also wenn die hätten jetzt hier zwei Gasfelder nur gemacht und man hätte hier in das Abwaschbecken ein bisschen weiter hier vorgelegt, dann hätte man hier noch ein ganzes Stück Platz gehabt. Und da hätte man hier auch noch eine Zebra-Rolle hinmachen können, die Armatur dahin. Also das ist nicht überlegt, das Ganze. Hier sind jetzt die Fächer. Die waren soweit ganz gut. Also sind auch recht groß. Konnte man hier also gut was verstauen. Die Flecken sind nicht von uns, sage ich gleich dazu. Wir haben gerade alles geputzt und sauber gemacht. Die waren vorher schon drin. Ja, hier unten drunter, also hier unten drunter ist auch nochmal, da hatte ich Handtücher dann drin gehabt. Und dann hier nochmal auch ein großes Fach. Also da hat alles reingepasst. Da hatte ich meine
meine ganzen Konserven, die Töpfe. Also es war echt wirklich gut. Zieht auch super ein. Qualitativ ist das nicht schlecht. Was ganz doof war, war das. Das ist nämlich kaputt. Wie ihr seht, das ist ausgerissen. Rechts und links, weil das ist so ein Druckknopf. Das seht ihr ja. Das kann man gar nicht verschließen. Ja, ist einfach nur so ein Druckknopf. So. Jetzt alleine nur, das hört ihr jetzt gleich. Ich stehe jetzt hier nur dran und lehne mich ganz leicht an. Und schon geht das Ding auf. Ja, also es ist so sensibel. Du brauchst es nur beim Vorbeigehen. Einfach nur beim Vorbeigehen. Ja, ist einfach dieses Fach aufgegangen. Und dadurch war natürlich, ist das runtergeklappt beim Autofahren. Ne? Das war nicht richtig verankert und ist dann bei der Fahrt ein paar Mal runtergeklappt. Nach dem dritten, vierten Mal hat es einfach natürlich hinten die Seile rausgerissen zum Anhängen. Ja, und dann war es passiert. Ne? Das Ganze. Also das funktioniert nicht. Das ist nicht optimal gelöst mit diesen Druckdingern, weil es so leicht geht. Also man braucht das nur antipsen und dann geht das schon auf. Ja? Da fände ich doch so eine Druckknopfverriegelung eigentlich besser, muss ich ehrlich sagen. Weil das einfach besser sitzt. Das war so schön, wie es aussieht, aber es hat nichts getaugt. Das war halt echt blöd. Ja, hier ist jetzt der Kühlschrank. Der war richtig groß, allerdings fehlte da ein Fach. Das hatten sie uns schon nicht mitgegeben. Ja, hier in der Mitte. Und das war total doof, weil wir mussten dann so viel aufeinander stapeln. Weil wir einfach, ja, man hat ja dann viele Sachen mit und Wurst und Käse und so weiter und so fort. Und man musste halt einfach ganz Gemüse und unten hat man Getränke drin auch nochmal und Wurst. Ich hatte ja jede Menge mit, weil wir ja nichts kaufen wollten dort oben. Und da musste man so viel aufeinander stapeln, weil hier ein Fach gefehlt hat. Das war echt, das war schade. Ansonsten ist es nämlich ein schöner Kühlschrank, ein schöner großer mit Gemüsefach unten für Getränke und hier, also wirklich, wirklich viel Stauraum. Hier ist, zeige ich euch nochmal, das Tiefkühlfach. Ich hatte, das war auch recht groß, muss ich sagen. Es sah erst so klein aus, aber ich habe alles mitgekriegt. Ich habe alles mitgenommen und wir haben sogar noch was übrig. Wir haben nicht alles gebraucht. Also das war echt gut. Und was ich auch gut fand, ist hier oben drauf das Fach. Da hatte ich Wasserkocher, Toaster. Hinten ist hier auch noch mal ein Fach hier oben. Da hatte ich dann so Müllbeutel drinne gehabt und noch mal Handtücher. Fand ich also total klasse. Und hier halt, wie gesagt, hatte ich so verschiedene Sachen, Brettchen und da ist nichts runtergeflogen, nichts während der Fahrt. Es hat noch so geschaukelt, hat alles gehalten. Der Wasserkocher und der Toaster, es ist durch diese Armatur hier drumherum einwandfrei. Echt klasse. Ach so, hier unten in dem Fach, was so nicht gehalten hat, zeige ich nochmal. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil da hatte ich meine Gewürze drin. Ja, dann ist die Treppe. Was toll war, war dieses Fach. Das konnte man aufmachen und da ist nochmal jede Menge Stauraum drin. Ganz klasse, das Ding. Was nicht so schön war, ist, dass das keine, wie soll ich denn sagen, Halterung hat. Das knallt also sofort, wenn ich das loslasse, knallt das runter. Wenn du jetzt hier bist und willst hier unten was rausholen, dann musstest du den Kopf dagegen halten, damit dir das Ding nicht auf den Schädel fliegt. Das fand ich ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hätte man einfach so eine Verankerung machen können und dass das einfach oben bleibt, dass das nicht wieder runterfällt, wenn man da was reintut. Ja, also liebe Bürstner-Familie oder wie auch immer, Bürstner-Team, bitte mal ändern das Ganze. Ansonsten sehr schön. Hier sind die Klamottenfächer auch richtig, richtig Platz und es war es auch ganz toll, weil es war Licht drinne. Ja, man konnte immer Licht anmachen. Das fand ich super schön. Hier ist auch nochmal ein Fach, da konnte man was reinpacken. Also richtig ganz, ganz viel Stauraum. Das hat ausgereicht bis ins geht nicht mehr. Also wir hatten wirklich viele Sachen mit. Ich habe auch wieder natürlich zu viel mitgenommen, aber man weiß ja mal nicht, was man für ein Wetter hat. Wirklich einwandfrei. Hier nochmal ein Fach, da hatten wir auch nochmal Getränke drin zum Beispiel. Und hier ist dann nochmal eine Kleiderstange, da haben wir unser Zeug aufgehangen. Hier waren die Hängesachen so drin, auch nochmal hier unten Jeans und so hatten wir da drin und Jacken und also das war also richtig, richtig gut. So, und hier oben, das war jetzt unser Bett. Hier konnte man natürlich ausziehen, haben wir aber nicht gemacht, machen wir nie, nutzen wir eigentlich nie, weil du musst ja nachts, also wir müssen nachts doch mal raus, ne, aufs Örtchen und dann musst du dann hier so runterkraxeln mit einer Leiter und so kannst du die Treppen schön runtersteigen, also das machen wir sowieso nicht.
Ja, und hier waren dann jetzt nochmal so Fächer. Links ein offenes Fach und rechts ein offenes Fach und in der Mitte nochmal drei Fächer mit richtig viel Stauraum. Also richtig tief waren die auch. Man konnte da richtig gut was reinkriegen. Ganz toll. Leselämpchen dabei. Und dann waren die auch, ich kann das jetzt gar nicht zeigen, vielleicht gehe ich heute Abend nochmal rein und zeige euch das. Dann konnte man das abends ganz toll beleuchten. Ich mache mal die Klappen. Ich mache das mal zu. Ich gucke mal, ob ich euch das jetzt zeigen kann. Das wird man wahrscheinlich jetzt nicht sehen, weil es zu hell ist. Die Gardine, das ist ein bisschen kaputt. Das lässt sich nicht mehr nach unten raffen. Schade, es gab von Anfang an, war das schon gewesen. Und ich zeige euch mal die Seite. Also so sollte das endlich aussehen. Und also das sieht doch wirklich echt schön aus, oder? Das haben sie echt wirklich schön gemacht. Ja, und wenn ich jetzt mal hier anmache, also so war dann die Beleuchtung abends, sah ganz, ganz toll aus. Ja, wir haben das echt abends oft angehabt, jetzt also wo es dunkel schon wurde und hatten dann nur hier hinten die Beleuchtung an und dann ist auch hier, sind auch die Treppen sind beleuchtet. Also richtig, richtig, richtig schön. Wirklich toll. Haben sie ganz toll gemacht. So, hier hat man noch eine Klimaanlage drin. Die braucht man Gott sei Dank nicht im Norden. Aber wenn man natürlich in den Süden fährt, ist die wahrscheinlich, kann man die gut gebrauchen. Aber da fehlte auch dann die Fernbedienung zur Klimaanlage und naja, auch nicht ganz in Ordnung. So, hier ist, konnte man also die Heizung einstellen. So, jetzt habt ihr es gehört, es knackt schon wieder. Ich bin einfach nur vorbeigelaufen, zeige euch das mal. Zack, schon wieder offen. So. Und hier ist jetzt, war das Bad, war auch sehr schön, das Bad. Also ich fand es klasse. Ja, war auch richtig Platz diesmal. So, und aber leider, klackt schon wieder hier hinter mir, leider war, ist hier unten, wir wissen nicht, was es ist, aber hier unten muss irgendwo ein Leck sein. Ja, und da, sobald die Wasserpumpe, nur die Wasserpumpe an ist, ohne dass man Wasser laufen lässt, sondern einfach schon, wenn die Pumpe an ist, hat das hier runter getropft und war alles nass. Wir haben sämtliche Toilettenpapierrollen, Zebrarollen, was wir am Anfang da drin hatten, mussten wir alles wegschmeißen. Und so haben wir das jeden Tag mit Zebras ausgelegt. Wir haben zig Rollen, Zebrarollen gebraucht, weil wir das ordentlich nicht nass werden lassen wollten, weil es ist dann nämlich dann runtergetropft. Dann ist es hier in die Zwischenrinne hier lang gelaufen, da unten lang gelaufen und dann hattest du das immer hier unten gehabt. Ich muss mal gerade hier hinstellen, sieht so. Ja, dann hast du das unten im Boden gehabt, das Wasser. Oh, also das war echt am nervig, bis wir dann rausgefunden haben. Ich habe den Scheuerlappen hier reingestopft, dass das nicht immer nass wird und ich regelmäßig, wirklich regelmäßig mit Zebertücher ausgelegt. Ne? Und dann, ja, das war sehr schade, muss ich sagen. Ansonsten ist das Bad nämlich echt schön. Hier drinnen ist, hier ist der Schrank, wo man was reinpacken kann. War einwandfrei. Also gibt wirklich nichts zu meckern. Ansonsten, hier kann man das dann sogar mit Seifendosenspender, Zahnputzbecher. Ist auch von der Beleuchtung her schön. Ich guck mal, ob man das sieht. Sieht man das, war auch echt schön beleuchtet. Also ist schade, 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 dass man die Duschen nicht nutzen konnten, weil das war nämlich, es ging nicht. Die kann man jetzt hier aufklappen, so und dann klappt man einfach nämlich dieses Ding hier rum, klappt es in die Ecke, dann wird das verankert, so und dann hat man hier eine wunderbare, schöne und auch sogar richtig große Dusche. Ja, also da ist wirklich Platz. Man kann sich sogar hinsetzen, wenn man will. Also ich war so begeistert, wo ich diese Dusche gesehen habe, weil ich gedacht habe, Mensch, hier kannst du wirklich mal im Wohnmobil duschen. Wenn man mal auch unterwegs ist und wir sind ja auch gerne in Norwegen, dass man nicht immer auf den Campingplatz gehen. Aber die konnten wir nicht ein einziges Mal benutzen, weil dann eben das ganze Bad unter Wasser gestanden hat. Sehr, sehr schade. Ansonsten super. Super gut gemacht. Ich mache das nachher richtig, weil sonst. Ja, und hier ist dann noch mal, hier hat man dann noch mal so einen Spiegel gehabt, wo man sich also anschauen konnte, was man anhat und so weiter. War auch schön.
Ne? Und hier seht ihr schon, wenn jetzt stehe ich hier und alles geht dieses Ding auf. Ne? Also ich spreche das jetzt auch noch mal gerade so deutlich an, weil wir wollen das ja auch, wir müssen ja morgen zum Wohnmobilhändler und müssen dem das ja alles erklären. Und weil ja auch diese Verankerungen abgerissen sind und somit habe ich auch gleich einen Beweis, also dass mir da nicht dran irgendwie schuld sind. Ja, das war's zu diesem Wohnmobil. Bürstner Impuls. Ich würde ihn sofort nochmal mieten, aber natürlich nur, wenn alles funktioniert. Das nächste Mal werden wir da akribisch drauf achten. Aber wirklich ein schönes Wohnmobil. Also wir waren ansonsten schon zufrieden damit. Ja, so, also das ist jetzt die Garage. Auch richtig, richtig groß. Man könnte hier Fahrräder reinstellen. Also richtig große Garage. Da nochmal ein Fach. Und hier unten, da hinten hatten wir noch mal also so Flaschen drinne gehabt, also Getränke, Wasser und war alles Mögliche da. War also jede Menge Stauraum. Wir hatten dieses Jahr wirklich richtig viel Ordnung in unserem Wohnmobil, muss ich echt sagen. Also bis zum Schluss, naja, dann war es nicht mehr ganz so ordentlich, aber ansonsten ganz toll war das gewesen dieses Jahr. Ja, große Garage. Aber hatten wir eigentlich immer gehabt. Große Garagen. Ja, und hier zeige ich euch nochmal das Wohnmobil. Das war ja so beklebt. Im Osten geht die Sonne auf, steht da drauf. Und dann sind halt so von Cottbus, vom Spreewald Bilder drauf, ne? Vom Branitzer Park und Spremberger Turm. Also von unserer Stadt und von der Umgebung halt so ein paar Highlights aufgenommen. Es ist gar nicht so verkehrt. Wir sind halt total aufgefallen. Das hat es bewirkt. Was mich nur wundert, ist, dass der Wohnmobilhändler für sich keine Werbung macht. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber aufgefallen sind wir sind sogar fotografiert worden und also auf der Autobahn gehupt und gewunken. Und also war ja niedlich gewesen. So, hier nochmal der Mülleimer, der war natürlich auch kaputt. Das wollte ich nochmal ansprechen. Auch Tape. Weil gleich am ersten Tag ist der beim Benutzen nach vorne geknallt, da es war schon kaputt gewesen. Sobald man den aufmacht, knallt er runter. Da sind die Verankerungen schon rausgebrochen und ja, hat uns natürlich keiner gesagt. Wahrscheinlich der Vorgänger oder so und hat das nicht gemeldet. War froh, dass die nicht nachgeguckt hatten und hat das halt nicht gezeigt und ja, mussten wir dann halt auch tapen. Also Tape immer wichtig. Hier war noch mal so Handfeger und Schippe drinnen. Das fand ich ganz putzig irgendwie. Ja. Schade, dass der Mülleimer nicht ging. Ich war eigentlich froh, dass ich endlich mal einen schönen Mülleimer hatte. So hat man wieder die Tüten, die Mülltüten im Wohnmobil rumfliegen. Fand ich nicht so schön. Jo, das war es jetzt zu unserem Wohnmobil. Bürstner Impuls von vorne. Der ist jetzt ziemlich schmutzig, aber ich zeige es jetzt trotzdem nochmal. So sieht das von vorne aus. Also ist eigentlich wirklich ein schönes Mobil. Hat uns Spaß gemacht. War ein sehr, sehr schöner Urlaub. Also. Dann verabschiede ich mich jetzt hiermit und sage bis bald. Ciao.